Ich bin jetzt heute hier in Köln angekommen. Ich bin hier mit YouTubern, wo ich sagen muss, wirklich, dass ich jetzt mal die unterste Schicht auf YouTube jetzt angetroffen habe. An der Stelle können wir jetzt auch mit Bild das Ganze einblenden. Ja, wie angekündigt, die unterste Schicht von YouTube hat sich mit mir jetzt hier auf dem Sofa versammelt. Als erste Frage, ich weiß nicht, ihr kennt ja meine Videos. Ich denke mal schon, oder? Ich hasse es, wenn Red so versucht, dranghaft auf witzig zu machen, gell? Es gibt nichts Schlechteres, gell? Wenn er so denkt, ich mache Augen zu so und so denkst so, Digga, ich kann chillen. Nee, aber als erste Frage ist ja immer so, zum Reinkommen, ich will ja immer locker in meine Videos starten, so, Jungs, wie geht's euch so jetzt, spezifisch jetzt auf einen YouTuber gestellt, weil wir haben ja gesehen, in Nikos Video hat sich ein YouTuber ja richtig verletzt. Nico, wie geht's dir? Digga, danke dir, bei mir ist soweit alles wirklich im Lot. Als zweite Frage, einer von euch dreien ist ja zurzeit mega im Hype, auch gerade was jetzt Social Blade angeht, wenn man die Statistiken so anguckt und auch die Klicks so nach 24 Stunden und generell die Aufrufe stimmen einfach bei den Videos. Nico, was meinst du dazu? Danke dir, ja, also es läuft gerade wirklich sehr gut, Business ist booming. Du bist also derjenige, der in einem Video von mir vorkam. Ich kann mich noch dran erinnern, das hieß irgendwie, glaub, Martin im Keller. Und bin ich nicht, sondern mein Zwillingsbruder. Ja, ist ja scheißegal. Okay. Aber die Frage ist, dir gehört ja der Kanal, weißt du? Und da wird es ja hochgeladen. Und die Frage ist, die ich mir jetzt stelle und sicherlich auch alle da draußen, die jetzt gerade zuschauen, was nimmst denn du, beziehungsweise dein Zwillingsbruder vor den Videos, um einfach, ja, so beschissen zu sein? Also ist immer ganz, ganz wichtig. Okay, wir hatten ja letztens schon leider das Vergnügen im Dezember, wenn ich mich richtig erinnere, da haben wir auch ein Interview gedreht und da habe ich dir eigentlich ja schon alle Fragen auch gestellt, muss ich jetzt sagen, aber heute habe ich mir gedacht, komm, jetzt wo wir uns in 2016 das erste Mal sehen, komplett real einfach, Digga, was kann man von dir noch erwarten jetzt im Jahre 2016, Nico? Ja, Digga, also bei mir kommen auf jeden Fall richtig dicke Projekte, ich habe da auch noch ein richtig dickes Musikvideo geplant und ja. Ja, reicht eigentlich auch schon. Ich glaube, dass die Rede auch schon wieder nicht von dir war, war ja klar, oder? Ich wollte ja letztens dich in einem Video auch mal dran nehmen. Nur bei dir ist halt das Mysterium, wo ich mich frage, warum ist das Ganze so? Du hast wahrscheinlich Werbeclips vor deinen Videos, die man nicht überspringen kann. Und ich glaube einfach, da hat auch YouTube und spezifisch Google einfach Mitleid mit dir, weil die Leute sehen, okay, Krappi, what else? Was ist denn da schiefgelaufen, ja? So, wer kommt auf so einen beschissenen Namen? Ich denke, das ähnelt sich ja zu KS-Freak, what else? Also, die Frage, die ich mir stelle, so, wer nennt sich denn überhaupt so? Wo sind wir stehen geblieben? Ah, genau, dass du einen scheiß Kanal hast. Ich weiß jetzt nicht, was da abgeht, Digga. Du hast diese Werbeclips, wo ich mir echt denke, so, Digga, was geht ab? Ich sitze wirklich 5 Minuten davor, will dir wirklich jetzt nicht das Geld in die Schuhe schieben, aber kannst du vielleicht einfach mir zuliebe das nächste Video ohne Monetarisierung hochladen, dass ich da auch was verarschen kann? Ja, kann ich machen. Dann muss ich mich noch erinnern an ein Video, wo ich ein paar YouTube verarscht habe. Da kam auch jemand vor, der heute auch da ist, und zwar Abdel. Abdel, du sitzt ja heute auch hier und ich würde dich jetzt einfach auch mal bitten, einfach ganz kurz nur herzukommen. Weißt du, Abdel, ja. Ich habe in meinem Leben wirklich jetzt schon, ich bin 20 Jahre alt, schon viel erlebt. Ich habe Leute kennengelernt, die normal lachen. Ich habe Leute kennengelernt, die gar nicht lachen. Ich habe Leute kennengelernt, die gerne lachen. Und jetzt habe ich tatsächlich jemanden kennengelernt, dem seine Lache so scheiße ist, dass ich mich echt fragen muss, was ist da schief gelaufen, Digga? Ich habe keine Ahnung. Ihr habt ja so eine Porno-Titel-Challenge gemacht, ja. Und da würde ich dich jetzt einfach nochmal bitten, verständlicherweise diesmal zu sagen, ey Leute, ich habe einen Porno-Titel und dann haust du ihn einfach ganz kurz raus. Ja, das kann ich eigentlich ja machen, das ist kein Problem. Kannst du dieses verfickte Ding mal hier wegstellen? Digga, ich muss es schon so vor deinem Mund halten, dass man auch versteht. Und jetzt würde ich dich einfach nochmal bitten, ich glaube, du hast spontanerweise, hast du wieder einen Pornotitel am Start, wo ja. Du dir denkst, Digga, wie geil ist der, dann hau ihn doch einfach ganz kurz raus. Das ist mein... Alles klar, Abdel, das reicht doch schon wieder. Das ist ein Bild, das war's. Hey, hey! So, eine Kanacke weniger hier. Red nochmal zu dir, weil Krappi, keine Ahnung, bei dir fällt mir jetzt spontan keine Frage mehr ein, weil dich eh keine Socke kennt. Also wenn du irgendwie heute noch was vorhast, irgendwie, keine Ahnung, essen gehen oder... Ich weiß auch immer, du halt machst, kannst du jetzt gerne erledigen. Nee, Digga, jetzt mal ohne Witz. 2016 hast du ja einen Rap-Song wahrscheinlich geplant. Darf ich aussprechen, ehrlich jetzt? Also 2016 ist viel geplant. Eine neue Serie, wo vielleicht der Nico und du dabei sind, wie du wollt. Nee. Darf ich noch eine Line sagen? Vom Song. Exklusiv für dein scheiß Interview, Mann. Oh, komm.
Eigentlich habe ich keine Lust drauf, aber komm, eine Line. Weil du Krappi verärgert hast, komm. Komm. Das ist ja auch an meinen Bruder Krappi gewidmet, okay? Darf ich jetzt wirklich aussprechen? Okay, guck mal. Ein falsches Wort, ich komme mit... Muss hier noch irgendjemand gerade pissen, zufällig? Jetzt nach der Pinkelpause, Krappi, ich weiß jetzt auch gar nicht, warum du dich jetzt wieder hier hingesetzt hast, Also wirklich, dein Einsatz ist eigentlich so vorbei. Ich meine, ich verlinke dich jetzt unten im Video, ist doch alles... Komm, komm Krappi, ich widme jetzt dir die letzte Frage, weil du meinst ja gerade jetzt noch ein bisschen offcam, dass du... Mich hast du noch gar nichts gefragt. Ja, ja, ist auch richtig so. So war das schon eingeplant. Wenn du jetzt sagen müsstest, so was 2015 so dein Lieblings-YouTuber und dein Lieblingsvideo war und du dir einfach kurz Gedanken machst, dich kurz sammelst und wirklich mal kurz überlegst, wer war das denn dann genau? Digga, das war das 1 Million Abo-Special. In diesem Sinne...